So, nochmal herzlich willkommen hier in Nagold bei den Nagoldtal Open. Wir haben jetzt mittlerweile die 15. Ausgabe hier in Nagold und es ist wie immer ein nahezu vollbesetztes Turnier. Und an meiner Seite ist die Simone Künzel, die sich als bisher einzige Dame schon für die letzten 32 qualifiziert hat. Simone, erzähl doch mal über den was zu deinem Turnierverlauf. Am Anfang ein bisschen holprig, direkt auch in der ersten Gewinnerrunde in die Verliererseite dann gegangen und dann nochmal ein sehr schlechtes Spiel gehabt dann gegen die Tina, aber dann nochmal wirklich Gas gegeben und dann lief das auch super. Also habe dann auch gut gespielt und bin zufrieden jetzt auch. Bin glücklich, dass ich nochmal mitspielen darf jetzt. Okay. Hast du denn schon einen Gegner, der jetzt hier feststeht? Ja, der Frank Wagemann aus Lau. Ja, ich kenne ihn halt noch von, ich glaube vor zwei Saison hatte mal in der Oberliga gespielt und ja, mal gucken, wird bestimmt interessant. Du hattest ja kürzlich auch ein paar Erfolge auf Landesverbandsebene. Was hast du denn da geleistet? Landesmeistertitel im 14-1, 10-Ball und 9-Ball und einen dritten Platz im 8-Ball. Okay, also beste Spielerin sozusagen. Glückwunsch, sehr gut. Und damit bist du jetzt auch bei den deutschen Meisterschaften dabei? Also es ist noch ein bisschen fragwürdig, weil ich fange meine Ausbildung an, meine neue im September und ich weiß halt noch nicht, ob ich frei bekomme. Das bringt mich gleich zum nächsten Thema, weil es ist immer interessant, wie verbringen denn eigentlich die Billardspieler, die Top-Leute ihren Tagesablauf, weil keiner von uns lebt vom Billard. Was machst du? Du fängst eine Ausbildung an? Genau, also ich mache jetzt eine Ausbildung zur Industriemechanikerin. Muss dazu sagen, ich habe ja schon mal eine gemacht als Bürokauffrau und es war ja nicht ganz so meins. Und jetzt nochmal ins Handwerkliche gehen. Liegt mir auch ein bisschen besser, macht mir Spaß und ja, das ist jetzt der Plan für die nächsten Jahre. Da wünschen wir dir viel Glück und hoffen natürlich auch, dass du bei der Deutschen dann am Start sein wirst. Wie sieht es denn aus mit internationalen Auftritten? Wird man dich da auch wieder mal sehen? Schwierig, ja. Kostet halt natürlich alles Geld. Das Sponsoren, natürlich, ich habe Metz als Sponsor, aber halt nur als Materialsponsor, wo ich auch nochmal Danke sagen muss. Super Team. Ja, aber natürlich ist eine Geldfrage, ganz klar. Und das habe ich halt gerade einfach nicht, weil, wie gesagt, ich arbeite ja momentan nicht und dann ist natürlich schwierig. Irgendwann mal, wenn ich dann mal wieder ein bisschen was verdient habe und wenn ich die Zeit habe, dann sehr gerne. Ja, vielleicht klappt es ja jetzt hier in Nagoldtal. Was auch immer noch interessant ist, wie hältst du dich fit? Bereitest du dich vor, indem du dich fit hältst auf Turniere, um die Strapazen zu überstehen oder gehst du da untrainierter in die Sache rein? Ich würde jetzt mal sagen, untrainiert nicht unbedingt, aber auch nicht komplett trainiert. Also es ist so, ich gehe jetzt gerade einfach spielen, wenn ich Lust habe. Ich meine jetzt körperlich so Fitness? Ich fange gerade wieder an, sagen wir so. Ich habe ein bisschen zugelegt, ich gebe es dazu. Nee, aber ich probiere es jetzt wieder mit ein bisschen sportlicher, ein bisschen was tun. Und dann. Ich merke es aber jetzt schon. Also ich habe dann gut durchgehalten jetzt am Ende, obwohl es bei der Hitze, bei der Temperatur schon schwierig ist. Muss man sagen, ich, wie gesagt, gut durchgehalten und... Es war jetzt übrigens keine Anspielung, sondern einfach nur Interesse halber, weil ich denke, dass das auch ein großer Faktor ist. Wenn es dann wirklich hinten raus 10 Stunden Billard, dann muss man auch fit sein. Ja. So, dann wünschen wir dir natürlich jetzt hier viel Erfolg heute bei der Endrunde und bedanken uns für das Interview und wir sehen uns. So, dann beste Grüße hier aus Nagold und wir hören uns beim nächsten Interview. Danke.